Herzlich willkommen zum weiteren kleinen Video-Review. Heute geht es um den D-Link DWR 730. Das ist ein Mobile Router. Normalerweise sind wir ja immer unterwegs bei uns, sprich im Auto, mit dem Le Petit. Ist auch von D-Link. Ein Router der DWR 510. Ist ein kleiner USB-Router, den wir beim Zigarettenanzünder im USB-Port anstecken. Und dann hier SIM-Karte rein und Netz für alle im Auto haben. Doch jetzt durften wir von D-Link für die letzten 2-3 Wochen eben den 730er testen. Ist in dem Sinn etwas anderes, da er zum einen nicht via USB angeschlossen wird. Ist ähnlich vom Prinzip her wie den Trackstore, den wir schon seit bald 4 Jahren bei uns haben. Haben wir auch im Review auf dem Poughkeepsie-Blog. Hier einfach mit einiges mehr Geschwindigkeit. HSPA Plus ist bis und mit 21 Mega in der Sekunde, also recht schneller. Und den wollen wir uns doch mal kurz etwas genauer anschauen. Quick Install Guide, Warranties, das Übliche. Zum Installieren eine Mini-CD, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Dann haben wir hier ihn selber. Den DWR 730, den Akku, eine Besonderheit, schauen wir nachher gleich an, ein Micro-USB zu USB-Kabel und das dazugehörige Power-Adapterchen, um das Ganze am Strom aufzuladen. Und das war's auch schon, der Rest ist leer. Viel mehr braucht sie aber auch nicht, sprich vom Prinzip her ganz einfach, hier steht Push. Auf die Seite schieben, geht auf. Hier kommt die SIM-Karte rein und der Akku. So rum. Das Ganze ist ein 1500 mAh Akku. Hielt bei uns immer locker eine Autofahrt lang mit genügend Strom aus. Und sonst, wie gesagt, im Notfall hat man ja noch den Stromadapter oder den USB-Adapter, um das Ganze auch direkt so im Auto anzuschließen. Sprich, den könnt ihr natürlich auch im Feueranzünder anschließen. Wieder drauf machen. Hier ist der USB-Port, der Micro-USB-Port zum Laden. Daneben befindet sich der Schacht für die Micro-SD-Karte. Hier drüber könnt ihr auch eine Micro-SD-Karte einschieben und das Ganze dann im Netzwerk freigeben. Sprich, ihr könnt hier Daten drauf tun und alle, die sich mit dem DWR 730 verbinden, haben dann die gleichen Daten, sprich wie ein kleiner Server quasi unterwegs, ist noch sehr praktisch. Dann gibt es hier den Einschaltknopf und den WPS-Button für das schnelle Konfigurieren. Das war's auch schon, wie gesagt, ist ein kurzes Review, ist ein praktischer Begleiter für alle. Zum einen, sicherlich gibt es heutzutage fast bei jedem Smartphone, egal ob Windows Phone, Android oder iOS, die Möglichkeit von einem Hotspot. Wer aber den Akku schonen möchte vom eigenen Telefon oder sogar vielleicht noch gar nicht ein Smartphone hat, noch ein Feature-Phone und es eigentlich wirklich nur zum Telefonieren braucht, kann hier einen Datenplan, also eine SIM-Karte mit Datenplan reinpacken und hat dann für ein MacBook, für einen Laptop, für ein Tablet, was auch immer, unterwegs schnelles Internet. DWR 730, der Mobile Router mit HSPA Plus von D-Link. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet und die Links, wo ihr es kaufen könnt etc., findet ihr auf dem Poughkeepsie-Blog. Besten Dank, euch noch einen schönen Tag. Euer Poughkeepsie mit dem D-Link DWR 730. Tschüss!